Hallo, unser Thema ist das Herbarium. Interessiert ihr euch für alle schönen Dinge des Lebens und die Natur? Na klar, werdet ihr sagen. Nun, dann seht das Bildnis an. Ich bin zufällig darauf gestoßen und war beeindruckt. Es muss, so vermute ich, zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sein. Dem Bürger geht es gut. Seine Kleidung, das labende Getränk und die annehmbaren Häuslichkeiten sprechen dafür. Der Mann könnte ein Pflanzenliebhaber sein, denn unter dem Arm trägt er eine Art Buch, aus dem Blüten herausschauen. Eine grüne Trommel, sie ist aus dünnem Blech, hat er umgehängt. Es ist eine Botanisiertrommel, die der kurzzeitigen Aufbewahrung von Pflanzen diente, bis sie gepresst wurden. Das Gemälde ist von Hermann Kern und heißt Der Botaniker. Der Herr ist dabei, sich ein Herbarium anzulegen und er trinkt sicherlich auf gutes Gelingen. Ein Herbarium, Herba heißt das Kraut, soll dazu beitragen, die heimische Pflanzenwelt kennenzulernen und grundlegende Artenkenntnis zu erwerben. Und es ist ein Muss für Biologiestudenten. Zur damaligen Zeit. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com